Es ist schön, dich heute hier begrüßen zu dürfen im neuesten Video. Ich bin Emanuel Erck, Beziehungscoach und Therapeut. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie du damit umgehen kannst, wenn du immer wieder angetriggert wirst von deinem Partner, immer wieder wütend wirst und dir irgendwie wünscht, endlich diese Wut loslassen zu können. Hier ein kleiner Einblender, bevor das Video gleich weitergeht. Ich biete jetzt immer kostenlose Coaching-Abende an, ja, wo du dich anmelden kannst, wo du mir live deine Frage stellen kannst oder einfach nur als stiller Zuhörer dabei sein kannst und so mich und meine Arbeit noch genauer kennenlernen kannst und vielleicht die Frage oder das Thema, was dir schon lange auf dem Herzen liegt oder was dich bewegt, endlich klären und bekommst so kostenfrei von mir Tipps oder Unterstützung in der Situation, in der du gerade steckst. Du kannst dich dazu einfach anmelden, hier unter diesem Video. Wenn wir mit jemandem in Beziehung gehen, ist das etwas sehr, sehr Typisches. Wir haben ein Gegenüber, was uns antriggert, ja? Und da gibt es verschiedene Verhaltensweisen oder verschiedene Reaktionsmuster, die darauf folgen. Manche reagieren mit Rückzug, manche reagieren mit Mauern. Manche kommen gar nicht erst jemandem so nahe, dass sie angetriggert werden können. Oder selbst wenn sie angetriggert werden, klammern sie eher oder haben Harmoniestreben. Und es gibt Menschen, die werden angetriggert und reagieren wütend. Und das ist ein großer Teil. Wenn wir nämlich wirklich angetriggert werden, dann werden wir wirklich wütend und ärgerlich. Aber es kann schon so ein Ausmaß angenommen haben in deiner Beziehung, dass ihr wirklich nur permanent irgendwie aneinander gerät und du auch permanent merkst, ach, das ist irgendwie zu viel, aber ich bin einfach so genervt und ich kann auch einfach nichts dagegen tun. Es gibt so viele Punkte, die mich einfach immer wieder triggern, ja? Und ich komme aus dieser Spirale nicht raus. Und dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, weil wir uns Stück für Stück genau das anschauen werden und du wirst im Laufe des Videos verstehen, wie du diese Dynamik oder diese Wut endlich gehen lassen kannst und was es da eigentlich im Ursprung geht. Also, starten wir erstmal mit dem Grundmechanismus. Wir werden angetriggert, immer bei Thematiken, wo wir früher Verletzungen erlebt haben. Haben wir beispielsweise einen Vater gehabt, der nicht emotional verfügbar war, immer nur in der Arbeit war, nicht wirklich eingestimmt war auf uns, ja, eben nicht emotional da war, dann werden wir angetriggert, sobald der Partner auch sich emotional zurückzieht, sobald der Partner emotional nicht greifbar wird für uns. Oder hatten wir eine Mutter, die immer sehr bemüht war, vielleicht auch ein bisschen übergriffig in ihrer Fürsorge, so eine klassische Glucke, was uns eigentlich immer zu viel war und wir uns nicht wirklich abgrenzen konnten, dann ist das auch heutzutage ein Trigger, wenn jemand immer etwas für uns machen will oder für uns da sein will, uns nicht alleine lässt, uns nicht in Ruhe lässt. Oder wenn wir immer das Gefühl haben, uns eigentlich alleine zu fühlen oder nicht gesehen zu fühlen, dann ist jeder Aspekt, wo der Partner uns irgendwie verlässt oder uns nicht achtet in dem, was uns wichtig wird, sofort eine Aktivierung. Haben wir auch beispielsweise nicht die Form von Nähe und Sicherheit erlebt in der Kindheit, dann werden wir auch hierüber aktiviert als Erwachsene. Dass wenn der Partner zum Beispiel, wenn wir in der Gruppe sind, miteinander, mich nicht so beachtet wie sonst, dass mich das auch sofort wieder aktiviert und unbewusst an frühere Situationen erinnert. Und nun passiert, dass wir darauf reagieren. Und hier ist eben das Klassische, die Wut. Ja, wir werden wütend gegenüber dem anderen. Und wo da meistens die Problematik drin steckt, dass der Partner damit gar nicht so viel anfangen kann und sich denkt so, entspann dich doch mal, was ist denn jetzt wieder mit dir los? Der kann gar nicht das so in Bezug setzen, dass das, was er getan hat, für dich so aktivierend ist und nicht so antriggert. Und deswegen ist es für den Partner immer nicht stimmig. Und dann beginnt der Partner in den Widerstand zu gehen, um meistens sich dann dagegen zu wehren und auch wütend gegen dich zu werden. Und so schaukelt sich dann diese Spirale immer weiter hoch. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Punkt. Diese Wut, die du erlebst, ist nicht eine Wut, die unnütz ist und mit der du einfach mal aufhören solltest, sondern diese Wut hat eigentlich im Kern etwas Sinnvolles. Denn in den meisten Beziehungen ist es so, dass die Wut, die wir dort zeigen oder die Wut, die wir dort ausagieren, die Wut ist, die wir als Kind nie offenbaren konnten, nie ausleben konnten. Als Kind war es nämlich immer sehr bedrohlich, die Wut wirklich zu zeigen gegenüber den Eltern, wenn man sich von ihnen verletzt, enttäuscht, alleingelassen fühlt. Denn stell dir mal vor, jemand lässt dich alleine und dann reagierst du noch wütend obendrauf. Dann wirst du umso mehr oder erst recht wirklich von dem anderen verlassen und zurückgelassen. Und deswegen müssen wir als Kinder diese Impulse und diese Wut meistens zurückhalten. Höchstens zeigt sich das mal in Trotz oder in so einem Rückzug, aber wirklich eine offen ausagierte Wut können wir nicht in dem Maße ausleben als Kind. Und so holen wir dann häufig das nach, was als Kind nicht möglich war. Und je mehr die Wut war, die du als Kind gegenüber den Eltern zurückgehalten hast, desto mehr ist häufig auch die Wut, die du dann heutzutage an deinem Partner ausagierst und auslässt. Und hier ist eben nicht die Lösung, dass der Partner endlich mal auf deine Bedürfnisse achtet, dass der Partner dich nicht so oft triggert, sondern darauf Rücksicht nimmt. Das ist eine Seite, was auch noch mit einfließen kann, sondern im Kern musst du diesen Mechanismus verstehen und merken, okay, die Wut, die sich hier zeigt, die ist eigentlich an jemand anderen gerichtet. Und das ist nämlich auch die Ursache, warum die Wut innerhalb der Beziehung nicht zur Ruhe kommt. Du kannst noch so oft quasi wütend werden in der Beziehung, es wird meistens nicht weniger, sondern mehr, weil die Wut nicht auf ihren Platz kommt. Die Wut ist nämlich im Ursprung nicht auf den Partner oder die Partnerin gerichtet, sondern auf Mama und Papa. Und erst wenn wir dort wirklich durcharbeiten und sehen, ah, darauf war ich wütend, das war mir zu viel als Kind. Jetzt diese Abgrenzung nachholen, die wir als Kind nicht tun konnten, dann kann diese Wut auch auf Dauer zur Ruhe kommen. Dann kann diese Wut, die eigentlich rechtmäßig war oder nachvollziehbar war, endlich ihren Platz bekommen und so endlich abklingen. Das ist der eine Part. Dann gibt es noch eine andere Facette in dieser Thematik.
Nämlich, unter der Wut steckt eigentlich immer ein anderes Gefühl. Wenn wir so aktiviert werden, dann ist darunter eigentlich ein anderes Gefühl, was wir durch die Wut oder dieses Wütendwerden nach außen verbergen wollen. Und das sind meistens eben Zustände von sich alleine fühlen, hilflos fühlen, nicht gesehen fühlen, ja, unsicher fühlen, Angst haben. All das sind Aspekte, die wir schon in klein auf eben erlebt haben und jetzt einen Weg gefunden haben, wie wir die weghalten. Wir verdecken die vor dem anderen. Das heißt, der andere tut etwas, beispielsweise etwas, was ich vorhin meinte, dieses, ihr seid in einer Runde irgendwo und er beachtet dich nicht in dem Maße, weil er irgendwie mit anderen interagiert. Und im Kern löst das eigentlich in dir ein Gefühl von, ich fühle mich gerade alleine. Ich fühle mich verlassen, ich fühle mich nicht gesehen. Und eigentlich ist da so ein Gefühl von Angst da. Aber du verdeckst dieses Gefühl. Immer durch die Wut, durch den Vorwurf nach außen. So versuchst du, dieses Verletzliche in dir zu schützen. Und dieses Verletzliche kannst du dir immer so vorstellen, wie dieses innere Kind in dir. Wie das kleine Ich in dir. Also der Teil von dir, der diese Kindheit durchlebt hat. Der dieses Verlassenwerden erlebt hat. Diese Hilflosigkeit. Diese Abwehr vielleicht. Ja, dieses im Stich gelassen werden. Und ein Teil, wie wir versuchen, uns davon zu schützen und das zu innerlich in uns zu managen oder irgendwo zu verarbeiten ist, dass wir diese inneren Anteile in uns wegsperren und nach außen etwas geben, mit dem wir uns sicherer fühlen. Und für die meisten Menschen ist es einfach sicherer, nach außen wütend oder stark quasi oder in diesem Vorwurf rauszugehen, als eigentlich die Unsicherheit zu zeigen, die da drunter ist. Der Ausweg, den kannst du dir vielleicht jetzt gerade denken, ist es aber genau das. Es ist, diesen Teilen dir zu zeigen. Anstatt eben dieses wütend und aggressiv werden, teilen, was in dir passiert. Also beispielsweise jetzt von dem, was wir eben hatten, nach diesem Abend mit den anderen, wo du dich vernachlässigt oder nicht gesehen gefühlt hast, das zu teilen und zu sagen, oh, heute, als wir dort waren und du dich so viel mit den anderen unterhalten hast, habe ich richtig gemerkt, wie das etwas in mir aktiviert. Wie ich das Gefühl habe, oh, ich fühle mich gerade alleine, ich fühle mich gerade nicht gesehen. Und ich merke, dass mich das total an Zustände erinnert wie damals, wo meine Eltern mit so vielen anderen Sachen beschäftigt waren als mit mir. Wo ich auch häufig genau dieses Gefühl hatte, keiner sieht mich gerade, ich bin wie unsichtbar hier. Zwar sind andere Menschen da, aber keiner nimmt mich wahr. Und dieser Schmerz wurde einfach in dem Moment berührt. Und wenn du das mal schaffst, auszudrücken und zu zeigen, wirst du sehen, dass sich eure Beziehung und eure Dynamik verwandeln kann. Einmal wirst du merken, dass diese Wut zur Ruhe kommt. Ja, dass es gar nicht mehr notwendig ist, so aggressiv zu werden. Und dass du dich wieder sicherer fühlst innerhalb der Beziehung. Und dann geht es gar nicht darum, dass nächstes Mal der Partner alles anders macht. Das ist es gar nicht. Sondern eigentlich unser Kernbedürfnis ist es meistens, uns sichtbar zu machen in dem, wie es uns geht und in dem, was wir erleben. Und dann fängt es an, in uns ruhiger zu werden. Und dann ist es einfach gar nicht mehr so für uns aktivierend, wenn wir vielleicht wieder in einer ähnlichen Situation sind. Und du wirst dann auch merken, dass dein Partner sich nicht mehr angegriffen fühlt durch das, was du sagst oder diesen Vorwurf, sondern mit dir in Verbindung gehen kann, ein Mitgefühl zeigen kann und merken kann, ja stimmt, ey, ich habe so viel mit den anderen an dem Abend geredet, es tut mir leid, dass ich dich nicht gesehen habe, dass ich nicht einmal gefragt habe, wie es dir geht. Ich werde beim nächsten Mal, wenn wir in der gleichen Konstellation sind, mehr Rücksicht auf dich nehmen und mehr dich mit einbeziehen. Und so beginnt ihr eben ein Miteinander einzugehen und nicht ein Gegeneinander. Gut, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen und dir so ein bisschen einen Einblick geben in dieses ganze Thema Trigger und Wut, ja, und dass du auch eben wahrnehmen kannst, dass diese Wut nicht gegen deinen Partner im Ursprung gerichtet ist, sondern gegen die Eltern. Wenn du dir Unterstützung in dieser Thematik wünschst, denn im Ursprung liegt dem Ganzen eben ein Bindungstrauma zugrunde und dir darin eine Begleitung, Heilung, Entwicklung wünscht, dann lade ich dich von Herzen ein ins Beziehungscoaching, dich darin professionell von mir begleiten zu lassen. Du findest alle Infos dazu auf emanuelerck.com/coaching oder hier in diesem Link unter diesem Video. Dort kannst du dich eintragen für ein kostenfreies Analysegespräch, wo wir uns mal deine Situation annehmen, ansehen. Du kriegst alle Infos zugesendet zum Coaching und kannst dir dann genauer reinschauen, weil wir arbeiten immer über mehrere Monate mit einem Klienten und deswegen ist es so wichtig, dass du dich ausgiebig damit auseinandersetzt. Und dann freue ich mich, dich in der Tiefe in dieser Thematik zu begleiten, auf dem Weg eben in eine Partnerschaft, die nicht von Wut, von Vorwurf, von Kampf und von Triggern geprägt ist, sondern von Verbindung und von Sicherheit. Denn das ist in meinen Augen für jeden Menschen möglich. Ansonsten freue ich mich, wenn du hier unter diesem Video vielleicht noch drunter schreibst, wie dir das Video gefallen hat, was du mitgenommen hast aus diesem Video oder auch vielleicht was für Fragen für dich jetzt noch auftauchen in diesem Video. Und dann kann ich das aufnehmen in eins der kommenden Themen. Ansonsten abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, damit noch mehr Menschen dieses Video erreicht. Und ansonsten freue ich mich darauf, dich nächste Woche wiederzusehen im nächsten Video. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Dein Emanuel.